Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon. Wie ihr seht, unser Hopp, unsere Freundin, haben wir gerade im letzten Part besiegt. Er hatte keine Chance. Und ja, wir haben jetzt 640 gewonnen. Dabei hatten meine Würfe dieses Mal noch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervend auf Reim. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Ja, ich denke schon. Jetzt gib den scheiß Brief her. Was für ein Kampf. Maike Hopp, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Naja, ich mehr als er. Du erhältst einen Empfehlungsbrief. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an die Arena-Challenge teilzunehmen. Danke, Dillion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Maika. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Maika? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Dillion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei. Klasse, mit einer Rivalin wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum? Hey, Maike, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar gleich zwei. Hier, du kannst den haben. Ich erhalte einen Wunschstern. Was machst du damit? In Gala verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ach, das schreie ich jetzt nicht. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp, hopp. Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Also, aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Zeitweile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja die Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Maike und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamik maximieren können. Erst begegnen wir im Schlummerland diesen merkwürdigen Pokémon und dann... Ach, Schlummerwald, Entschuldigung. Und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gern nach Hause. Ihr esst doch noch mit zu uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Ja, Curry ist jetzt nicht so meins. Aber okay. Ich denke mal, unsere Pokémon sind jetzt geheilt. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp, du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendein merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Maike hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gut wie nichts erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Maike Hopp. Du hast einen Dynamax-Band von Professor Magnolika erhalten und es sofort angezogen. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und erarbeitet die Dynamisierung von Pokémon.
Das sind deine Max-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde versuchen... Verrückt, das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit dynamixieren, oder? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuerst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch Hand im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof. Maika, fertig, los. Er ist eine Pfeife. Was ist das denn? Gypsycom. Gypsycom eröffnet dir jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Du kannst Pokémon tauschen, an Pokémon-Kämpfen teilnehmen und vieles mehr. So gibt es etwas, immer etwas zu tun. Wenn dich während deines Abenteuers ein Gypsycom-Stick erreichen, bedeutet das, dass jemand über die Kommunikationsfähigkeit versucht, sich mit anderen zu verbinden. Drücke den Y, um zu sehen, wer online ist. Aha, mit einem... Wenn du einen Sticker auswählst, auf dem die Umrisse eines Pokémon zu sehen sind, kannst du zusammen mit anderen gegen das Pokémon antreten. Man kann ein paar Dings... Sticker filtern. Lege die Filterkriterien... Ja, nur Freunde. Achso. Profil. Nein. Champ Cup. Also es gibt... Oh, geil. Ich kann gucken, was es für Arenen gibt. Pflanzenarena, Wasserarena, Feuerarena. Okay. Dann gibt es noch die Kampfarena. Geister, Feen, Gestein, Eis, Unlicht. Drache. Timiel. Reporterin. Pokekit. Ah, ich liebe Evoli. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Wir nehmen das. Nein, ich wollte doch... Ja, zurück. Okay. Oh, nicht schon. Ey, Maike, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Bitte nicht. Dich hat sicher auch schon im Huhngras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das große, hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichst und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif. Ganz einfach, ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir den Trick. Probier es einfach mal, auf den linken Stick zu drücken. Ach übrigens, ab jetzt zählt's, Maika. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Ich habe doch schon wesentlich mehr. Wenn wir beide den Bahnhof erreichen haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welcher Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Es gab da jetzt auch nur einen. Ah. Ja, ich denke, ich müsste jetzt eigentlich alle haben, ne? Da ist das Füchslein und der Fuchs und so. Das habe ich schon. Ich finde das so schön, weil dass die einfach so ringsherum laufen. Ich finde, das macht das halt alles so ein bisschen lebendiger auch. Ich merke schon, der eine will unbedingt Stress haben. Ich habe gesehen, wie Hopp in die Richtung in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Ja, soll ich aber auch. Das ist jetzt nichts Neues. Der Bahnhof ist da drüben, Maika. Ja, doch. Ich will aber erst ins Pokémon Center. Du machst mich wahnsinnig. Ich hoffe, wir begegnen ihm jetzt nicht so extrem oft. Von Spätzchen. Ah, ja. Er sollte Spatzi heißen. Spatzi.
Nein. So, jetzt zeige ich mir noch mal kurz meinen Beutel. Tränke habe ich so viel. Schutz. Angel. Nö, ich denke, das ist ganz gut so. So wie es gerade ist. Klamotten hast du nicht, ne? Sag mal, Pokémon. Soll ich noch ein paar Bären kaufen? Nee. Komm, wir speichern aber mal ab. Weil wir sind ja doch relativ... Ich spiele schon eine Stunde, wir haben schon 11 Pokémon. Ich glaube, mehr Pokémon geht auch gar nicht. Und Michael, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Mal sehen, du hast... Was? Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was ist denn los mit dir? Je früher du anfängst, dein Team aufzubauen, desto besser. Alter, was ist mit dir los? Verschließt sternförmige Strahlen, die stets treffen auf gegnerische Pokémon. Hier, nimm die TM. Mit der kannst du deinem Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese TM habe ich übrigens mal von Dillion geschenkt bekommen. Sie erhält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Okay. Moment, ihr beiden. Mom, was machst du denn hier? Als du Chip-Chap von Delion geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolika hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Yay. Mit diesen Sets ist es möglich, in der Naturzone sowie an anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Mit eurem Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Ich freue dich schon mal an dem Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das doch mal vor. Das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hop, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Okay, dann mal los. Aber jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, Maika. Komm, brechen wir auf, Maika. Alles schwarz. Nichts passiert. Ach doch. Das ist ja nice. Genau so stelle ich mir das vor. Rund um Engine entschickt sich die Naturzone. Wusstest du das? Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Außerdem kann man da auch campen und angeln und. Total aufregend. Genauso stelle ich mir das vor, weißt du, junge Leute, die einfach im Zug sitzen und die ganze Zeit nur auf ihr scheiß Handy gucken. Lies doch mal ein Buch, ey. Entschuldigung, sind Sie doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollen eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge. Eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Verstehe, Glück im Unglück, würde ich sagen. Die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder, Maika? Genau. Wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Ich wusste es. Du hast mit Evoli als Partner ein Let's Go-Abenteuer beschritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf deinen Abenteuern. Es ist imstande, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupacken. Ja. Oh, warte. Es ist... Ach, scheiße, es ist männlich. Nein, ich nenne es Liebling. Ich wollte eigentlich meinen Pokémon auch wieder, so... Philosophennamen geben, aber
Liebling. In mein Team. Aha, wer kommt denn dafür raus? Schnieschner Schnabbi? Ich weiß es nicht. Nee, komm. Erstmal in die Box. Das Evolu, das ich dir gegeben hat, ist was ganz Besonderes. Versuch es mal zu dynamisieren, okay. Na nun, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich bei einem bestimmten... Nee, muss ich mich geirrt haben. Schon gut. Alter, mach mich nicht wahnsinnig. Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go-Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Aber was ist mit Let's Go-Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Je weiter du in der Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, die du dort begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutzt einfach die Pokepuppe. Fünf Pokepuppen. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena-Challenge immer weiter Fortschritte machst und Ohren sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Ah, komm! Was machen wir? Ne? Durchquere die Naturzone, um nach Engine City zu gelangen. Ich überlege gerade, wisst ihr, wie geil das wäre? Eigentlich so, Pokémon. Fulipurba von Evoli. Aber ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo hier so diesen Dings haben. Soll ich dein Pokémon wieder fit machen? Nö. Wenn deine Pokémon schlecht einen Schlage, da zählt auf dem Koch was Leckeres, damit sie wieder zu Kräften kommen. Pokécamping! Verdammt, die hat es jetzt aufgestellt, oder? Pokécamping. Bei Pokécamping kannst du mit deinen Pokémon spielen und mit ihnen essen, um so eure Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiel mit deinem Joy-Con-Controller. Entferne den Joy-Con vom System und schwinge ihn, um deine Pokémon einen Ball zuzuwerfen oder den Pokewedel zu schwingen. Bist du geschickt im Umgang mit dem Pokewedel, kannst du die Aufmerksamkeit der Pokémon erregen. Schlägst du in einer Naturzone dein Pokécamp auf, kannst du dort mit bis zu drei anderen Trainern spielen. Es kommt vor, dass Leute und Pokémon, denen du noch nie begegnet bist, dir dein Camp besuchen. Okay. Achso. Nein. Hallo. Ah, wie süß. Oh. Jetzt hast du mich durchgedrungen gekriegt. Ach, ihr seid ja schon niedlich, ja. Das war aber nicht so geplant. Oh, wir kriegen dafür sogar Erfahrungspunkte. Schau mal. Ich gucke. Kannst du die Stadt dahinter sehen? Das ist Engine City. Ist noch ein ganzes Stück hin bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen. Hey, da ist der Sanya. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an die beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Oh, ganz schön streng. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, das ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, die Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat es uns echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. Oh, ich grase erst jetzt mal dort diese roten, leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Er ist eine super Pfeife. Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon dynamaxieren. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt.
Du hättest eine Pokémon-Box. Aha. Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die Pokémon-Boxen im Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder im Team aufzunehmen. Ah, geil. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in deinem Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle deinen Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da gibt's aber übelst viele in der Naturzone, so diese Pokémon-Dinger, ne? Wie krass ist das denn? Ohne Wiesen. Die großen Pokémon, die in der Naturzone herumstehen, sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand, um versucht zu fliehen. Bäm! Es war Onix angequatscht. Oh, es wirkt extrem stark. Ja, Spatz, du wirst nicht gegen das Vieh kämpfen. Es hagelt. Wow, 26, ja, leco mio. Die KP deiner Pokémon werden aufgefallen, nur den Camp kochst, auch die AP. Ja. Alles Gute, sind drei. Dingelbeeren für. Yes! Das Eis-Pokémon, ein Wille Gelati. Nee, Gelantini, Entschuldigung. Es hagelt. Ich weiß nicht. Eis ist halt zu hart. Mach mal Piekser. Aber ich glaube, Eis war auch ein Volltreffer sogar. Huch! Ja, scheiß Hagelkörner hier. Pokebälle, los! Oh, so ein Polyporball wäre schon echt geil. Aber wo komme ich denn? Krieg ich einen Moosstein her? Ich muss sicher in der Nähe von einem Moosstein. Ne? Entwickeln. Gelantini. Eis. Gelantini kann nicht an warmen Orten leben. Es erzeugt Schnee, indem es kalte Luft ausatmet und vergräbt sich darin, um zu schlafen. Gelato. Aber Gelato kommt nicht mit in unser Team auf jeden Fall. PC-Box. Verbaut. Ah, ich bin kein Fan von so Kampf-Pokémon. Es können fies werden. Aber ich probiere es einfach. Ja, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Pokémon-Nester. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen Licht soll in den Himmel aufsteigen. Wenn du das Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit drei anderen Trainern gegen einen Dynamax-Pokémon kämpfen. Ich habe auch nicht wirklich Lust auf so. Da ist noch ein Robot. Ich überlege gerade, Unlicht dürfte gar nicht so stark sein, oder? Wir versuchen mal Überheblichkeit. Ich glaube, das dürfte nicht effektiv sein. Nein.
wird aber auch getroffen. Versuchen wir es damit. Es ist Kampf. Ja, Flug ist halt effektiv gegen Kampf, aber wir wollen ja im Prinzip es fangen. Vielleicht Wangenrubler? Dass es paralysiert ist, ist schon mal sehr gut. Dann kommt nochmal guten Schlag. Mogelhieb. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Dann machst du nochmal Wangenrubler. Ich will es ja nur im gelben Bereich haben. Nee, nicht. Nein, nicht Dings. Beutel. Pokéball, los! Weil spätestens, wenn es um die Pokébälle ausgehen, müssen wir in die Stadt. Yes! Level up für Strebung und Xeno. Xeno versucht Doppelkick zu lernen, aber natürlich. Mach mal statt. Es hat 40, 30. Ja, komm, statt Heule. Wann entwickeln die sich weiter? Raka-Pokémon. Es strotzt vor Energie, um stärker zu werden, fordert es seinen Gegner immer wieder raus, auch wenn es schon mehrfach verloren hat. Und ich nehme mal Rabauke. Rabauke. Nee, in der Box. Holla. Schwein gehabt. Es sind so... Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Bin so überfordert. Ah, da ist ein Hoppel. Ein Skoppel, Entschuldigung. Es ist ja ein Skoppel. Kein Hoppel. Piekser. Es ist ein Normal-Pokémon. Also wir fangen jetzt gerade ein Pokémon nach dem anderen. Das wird so eine schöne Pokémon-Session so. Fangen Sie mal Ihre Pokémon. Aber Skoppel wird auch nicht ins Team kommen. Weil Skoppel ist halt nicht neu. Und Skoppel wird, glaube ich, lass mich überlegen, normal Unlicht oder so. Das Borggräber-Pokémon. Mit den Ohren schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um einen 10 Meter tiefen Bau zu graben. Ja. Dich nennen wir Bunny. Bonnie. In Pokémon. Aber da. In der Naturzone kannst du überall den rechten Stick die Kamera bewegen. Drücke mit dem rechten. Ja. Oh, da ist die Weiterentwicklung von Bonnie. Das will ich nicht. Ich würde ganz gern schneller laufen, tatsächlich. So, hier haben wir. Da sind deine Dynamax-Ding, ne?
Ich glaube, das Ding ist mega stark, ne? Ich traue mich gerade nicht so, die... Obwohl ich im Typ Vorteil bin. 15. Versuchen wir es mal. Egelsamen. Ja, du bist doch eklig. Komm schon. Könnte aber trotzdem funktionieren. Weil das bisschen, was die sich da heilt, das ist ja eigentlich lächerlich. Sorgensamen. Jetzt kann es nicht eingeschläfert werden, oder wie? Kommt es in den grünen Bereich? Ich mache noch einmal Piekser und dann müsste es eigentlich reichen. Das ist nämlich jetzt im roten. Selbst mit, hier mit Dingsbums wird das nichts bringen. Bleibst ja trotzdem im roten Bereich. Nee. Beutel. Pokéball. Los. Aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass ja wieso das Onix so auf Stufe 26. Da war ich so ein bisschen. Ach, man muss ja auch mal angucken, ne? Roselia wurde gefangen. Wow. Spazi, Furienschlag. Statt Silberblick. Kriegen wir jetzt unsere erste Entwicklung eventuell? Räuberin auf Level 11. Schnappi auf Level 10. Streber auf 10. Bello auf 11. Bello erlernt bis... Ja. Ja, es entwickelt sich! Dim, dim, dim. Nanu, Streber entwickelt sich. Ja, dann lass es doch entwickeln. Glückwunsch, dein Streber hat sich zu einem Kirada entwickelt. Käferpsycho. Obwohl es sich fast nie bewegt, ist es am Leben. Es sollen Psychokräfte in ihm erwacht sein, als es ohne Nahrung in seinem Panzer ausharrte. Okay. Okay. Reflektor. Lichtschild. Konfusion. Hatte der nur eine Attacke? Pflanzegift. Seine Blüten verströmen einen entspannenden Duft. Je stärker dieser Duft ist, desto gesünder ist das Blümchen. Ich nenne dich Flower. Flower. Power. Ah, gerade nur so. In die PC-Box. Rosalia hatten wir auch schon. Wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergattern, die du sonst nirgendwo finden kannst. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel in Zusammenarbeit. Okay. Nein. Pflanze, Drache. Viermal kampffähig gewonnene Pokémon oder noch nach 10 gekämpften Kunden. Abbrechen. Okay, aber ich sehe schon, der Part hat wieder Überlänge. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich... Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.